Gesund und lecker. Kochen mit original Thüringer Lebensmitteln. Zubereitet nach garantiert Thüringer Rezepten. Unterstützt und gefördert vom Thüringer Ernährungsnetzwerk. Gesund und lecker. Thüringen schmeckt besser. Herzlich willkommen zu Gesund und Lecker. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Auch dieses Jahr wird Gesund und Lecker für Sie gekocht mit einem Zusatz. Thüringen schmeckt besser. Wir werden noch mehr Bezug auf regionale Produkte nehmen, also Thüringer Produkte, original von regionalen Herstellern. Das ein oder andere thüringische, typische Produkt kochen, natürlich auch mit internationalen Gerichten und einem kleinen Thüringer Einfluss. Ja, und wenn wir bei original traditionellen Thüringer Gerichten sind, kommen wir natürlich um eines nicht herum. Und so vielfältig die Begriffe hier in Thüringen sind, wie Hüt, Knölle, Krüne oder auch rohe Klöße. Ja, so vielfältig sind die Zubereitungsarten. Und deswegen freue ich mich, Martin, dass du wieder mit dabei bist. Ja, vom Vergissmeinnich in Oberhof. Richtig. Was haben wir denn heute für eine Zubereitungsart der Thüringer Klöße? Eine ganz einfache. Also der Grundteig ist die Grundmasse ist der gleiche wie beim Sonntagskloß. Nur, dass wir diesmal das als Roulade abrollen und wir machen da eine schöne Schwarzwurzelfüllung mit rein. Und dann zum Schluss gibt es noch blanchierten Grünkohl mit ein bisschen Butter, mal ein bisschen anders gemacht. Nicht der klassische Grünkohl mit Gänseschmalz und Fett und stundenlang im großen Topf vor sich hingepluppert. Einfach mal wirklich die Blätter genommen und nachher schön in Butter geschwenden mit ein bisschen Zwiebel, Brühe, Schmand und fertig. Okay, wer Lust auf Fleisch hat, da können wir nachher noch ein paar Rezeptideen mit dazu packen. Ja. Ich habe mir heute eine ganz tolle Ecke ausgesucht. Ich darf heute nicht so viel machen oder ich muss heute nicht so viel machen. Richtig, richtig. Wir würden jetzt auch gleich anfangen. Also ich habe hier in dem Topf schon mal die Kartoffeln, die habe ich in kleine Würfel geschnitten und einfach in reichlich Wasser aufgekocht, dass die weich werden. Und die gibt man dann über die über den rohen Kloßrieb von Eichelheim. Das ist eine wunderbare Grundmasse. Also ist nichts gegen zu sagen, da sind keine Konservierungsstoffe drin, gar nichts. Das ist einfach nur der reine Kartoffelrieb, tiefgefroren. Den kann man sich auftauen und dann gibt man gleich dann die Masse da drüber. Vorher würde ich noch schnell die Schwarzwurzeln schälen. Da gebe ich einen Tipp für zu Hause, weil viele Leute trauen sich immer nicht an die Schwarzwurzel ran. Die sagen, um Gottes Willen, Schwarzwurzel, so viel Sauerei. Einfach einen Gummihandschuh anziehen, dann nimmt man hier die Frischhaltefolie ganz normal und die wickelt man sich einfach um den Arm drumherum und dann hat man nicht die Sauerei an der Jacke oder am Unterarm. Man kann das jetzt dann bin ich mal gespannt. Darf ich dir helfen? Das geht schon. Also das ist wirklich, wie gesagt, einfach... Nee, du kannst mal komplett so drüber machen. Sieht zwar ein bisschen albern aus, aber das sieht ja zu Hause keiner. Also ich bin ja überrascht, ja. Wieso? Na, ich traue mich zu Hause auch nicht an Schwarzwurzeln rum. Ja. Ich bin ja ehrlich, ich kaufe die immer eher aus dem Glas oder tief gefrostet. Ich nehme dir das wieder ab. Dankeschön. Bitteschön. Dann hat man das hier einfach so dran. Und dann ist das geschützt und wenn man dann fertig ist, kann man die ganze Folie alles wieder abziehen. Und dann hat man nicht ganz so eine Sauerei, wie wenn man das... ohne Folie macht. Das ist fast ein bisschen schade, dass ich heute nicht mitmachen kann. Ja, richtig. So, bei der Schwarzwurzel dann auch mal schön aufpassen, dass man nicht mit der dreckigen Schale wieder an die weiße Wurzel kommt. Und wenn man sie jetzt vorher schälen sollte, also längere Zeit, bevor man sie braucht, dann ist wirklich darauf zu achten, dass man sie in Zitronenwasser legt, weil die wirklich sehr schnell braun wird. Ja. Einfach ein bisschen Wasser genommen, eine Zitrone ausgepresst oder da geht auch mal zur Not dieses Zitronensaftkonzentrat, was man vielleicht mal zu Hause rumstehen hat, das ins Wasser reingespritzt und fertig. Okay. Während du jetzt schnell die Schwarzwurzeln schälst, vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, liebe Zuschauer, hinter uns befindet sich ein Kloß, das ist ein begehbarer Kloß und wir sind in der Thüringer Kloßmanufaktur bzw. in der Thüringer Kloßwelt. Das heißt, heute begleitet uns das Thema mit den Kloßspezialitäten ja noch den ganzen Tag. Ein Kloß braucht viel Soße, sagt man. Was ist denn eigentlich so deine Lieblingsbeilage zum Kloß? Da bin ich ganz regional und klassisch unterwegs. Roulade, Rotkohl, das ist... mein absoluter Favorit. Oder was auch sehr lecker ist, was ich besonders mag, das ist ein Rezept von meiner Oma. Es ist zwar sächsisch, aber in Thüringen ist es auch vertreten. Ich habe es auch schon hinter uns auf der Wand gesehen, die Wickelklöße. Ich kenne das auch von meiner Oma, die kommt gebürtig aus Limbach-Oberfrohnath. Und da gibt es Kartoffeln werden gekocht und dann kommt da Eigelb mit rein und Stärke. Dann wird das richtig zu einem Teig geknetet. Und dann wird das ausgerollt, dann kommt Semmelbrösel schön in die Mitte oben drauf und dann wird es so eingewickelt als Wickelklosen. Dazu, gerade in der Herbstsaison, schöne Steinpilze oder schöne Pfifferlinge, ist was ganz Leckeres. Also stehe ich total drauf. Also wir zeigen oder sagen heute auch noch ein paar Varianten. Das heißt, der Kloßteig, hast du ja gerade eben schon gesagt, besteht eigentlich immer aus derselben Grundsubstanz. Ja. Rohe Klöße und dann ein bisschen Kartoffelpüree. Na, wir haben die gekochten Kartoffeln und die rohen Kartoffeln. Und die gekochten Kartoffeln müssen halt mit viel
mit viel Wasser gekocht werden. Und dann werden die jetzt gleich mit einem Mixer werden die ganz klein gemixt, dass richtig schön die Stärke rauskommt. Und dann gibt man diesen dünnen, heißen Kartoffelbrei, gibt man dann über den rohen Kloßrieb drüber, machen noch ein bisschen Kartoffelstärke zur Sicherheit dran und dann wird das kräftig gerührt. Dann kann man sie schon eigentlich in Händen mit leicht feuchten Händen abrollen und ins Kloßwasser geben. Aber wir in dem Fall rollen sie dann erstmal aus, machen dann das Schwarzwurzelragout in der Mitte rein und dann können wir es einrollen und im Topf schön garen. Okay. Hast du noch eine Aufgabe am Herd, wenn ich schon direkt davor stehe, was ich noch machen kann? Du kannst jetzt aufpassen, dass uns die Schwarzwurzel nicht verbrennt. Du dünnst die Butter, jetzt einfach oder röstest die an? Die schwitze ich ein bisschen an, genau, das reicht schon. Nur gucken, dass wir den Herd andrehen. Das heißt, hier brauchst du auch keine Zitrone, dass die jetzt sich nicht verbrennt? Nee, weil wir sie jetzt direkt weiterverarbeiten, dann geht das schon. Aber wenn man sie jetzt wirklich, bei der Schwarzwurzel geht das ruckzuck, wenn man die schon ein bisschen länger liegen lässt, das dauert manchmal nur 5 Minuten, dann wird die schon braun. Also die zieht sehr schnell an. Woran sehe ich das jetzt? Die werden dann leicht klarig, ne, wenn die gut sind? Ja, wir schwitzen jetzt einfach in der Butter schön an. Ich gebe jetzt noch die Zwiebeln dazu und dann passt das. Also einfach nur, das dauert jetzt eh noch ein bisschen bei dem Herd. Wie du siehst, das ist das Schnellste. Würzen wir noch ein kleines bisschen mit Pfeffer oder Salz? Ja, machen wir dann zum Schluss. Pfeffer und Salz, genau. Gut. Da werde ich nämlich jetzt schnell die Zwiebel schneiden und dann kann man sofort mit dem Kloßteig anfangen. Ich befinde mich in freudiger Distanz. Ja, diesmal komplett für dich ganz anders. Ja, völlig ungewohnt. Richtig, richtig. Ja, nicht, dass du wieder, was war das eine Mal? Ich glaube, Scharonfrucht mir zu grob schneidest, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Oder in die Finger schneiden, aber das ist ja nie passiert. Richtig, bei mir zumindest nicht, glaube ich. Nein, das stimmt allerdings. Hier kann ich noch ein bisschen rumrühren. Genau. Man sagt ja, für viele Thüringer ist Sonntag kein richtiger Sonntag, wenn es keine Klöße gibt. Ist das bei dir auch so? Ja, Sonntag haben wir immer Geschäft. Also es wäre schlimm, wenn es dann keine Klöße verlangt würden. Also bei dir in der Gastronomie sowieso, ja, ihr macht auch ganz tolle Klöße. Ist es bei dir privat auch so oder sagst du, naja, das geht auch mal einen Sonntag ohne? Ich hoffe jetzt nicht, dass mich irgendwelche Zuschauer lösen. Nein, natürlich nicht. Bei mir selber geht es auch ohne Klöße. Geht auch mal ohne. Obwohl ich Klöße sehr mag, definitiv. Klöße sind was Feines. Entschuldigung, ich wollte ja nicht die Arbeit wegnehmen. Lass mir wenigstens das rühren heute. Dann machst du bitte eine Prise Salz dran. Sehr gerne. Genau. Du greifst immer sehr gerne auf Meersalz zurück oder auf Fleur de Sel, richtig? Ja, richtig. Also das ist jetzt ein Maldonsalz, das ist ein englisches Tafelsalz, das ist sehr grob. Ja. Naja, so. Also ich stehe da sehr drauf. Eine kleine oder eine größere Prise? Ruhig ein bisschen kräftiger. Wir machen ja dann noch, reduzieren wir das Ganze. Gott. Genau. Sehr schön. Jetzt haben wir, hier, das kannst du jetzt noch mal ein bisschen reduzieren. So. Stellen wir jetzt nochmal beiseite. Können auch Töpfe kurz tauschen, oder? Genau. Jetzt nehmen wir nämlich die Kartoffeln. So. Dann habe ich hier unten einen Mixer vor dir. Dann mixen wir das einfach rein. Du lässt immer das Kartoffelwasser mit drin? Ja. Also ich hatte, da muss ich auch dazu sagen, da kann man auf der Heichleimer Kloßpackung von den Kloßrieb ist hinten drauf ein wunderbares Rezept. Da heißt zum Beispiel 500 Gramm Kartoffeln gewürfelt mit ca. 700 Liter Wasser und das kommt wunderbar hin. Dann mixt man das hier. Das erinnert mich so ein bisschen an Babybrei. Ja, müsste dir jetzt eigentlich sehr bekannt vorkommen. Das stimmt, das öfter genau deswegen geübt, kam mir das jetzt auch. Ja, da sind wir gleich wieder beim nächsten Thema. Man braucht immer gar nicht Hip oder Alete kaufen oder was es da alles gibt. Das geht einfach sehr schnell alles selber. Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln oder Zwiebeln bei kleinen Kindern weglassen, in den Topf einfach ein bisschen in Brühe, weich gekocht, dann in den Mixer reingehalten und schon hat man selber einen besten Babybrei gemacht. So, hier brauchen wir noch ein bisschen Temperatur auf der Seite. Ja. Ganz kurz. Genau. So. Nehmen wir mal die große Ecke. Das ist jetzt jede Kartoffel richtig fein. Weißt du eigentlich, wo das erste schriftlich festgehaltene Kloßrezept hier in Thüringen her ist? Nee, das weiß ich nicht. Ha, aus einer Ecke, wo ich früher mal gewohnt habe. Okay. Bei Effelder, also in Effelder gibt es das erste dokumentierte Kloßrezept. Auch sehr spannend, wusste ich vorher auch noch nicht. Und so lange davor gibt es auch nicht, ja, bei Sonneberg. Ach, bei Sonneberg, Entschuldigung. Das ist meine Geografie. Bist du bestimmt sonst immer vorbeigefahren? Also Sonneberg zu den anderen Kochsendungen? Effelder, sagt mir, bestimmt gelesen, aber...
auf der Durchfahrt wahrscheinlich vorbeigefahren. So, und jetzt wird das richtig kräftig gerührt. Man riecht doch schon, wenn du... Die Zuschauer riechen es leider nicht, aber du riechst das ja richtig, diesen Stärkegeruch. Das ist halt wirklich... Das hat früher mal bei uns zu Hause der Papa gemacht. Der Papa? Ja. Wie gesagt, ich kenne es halt von meiner Oma. Also ich hatte noch eine zweite aus Krawinkel. Bei der gab es dann auch immer Sonntagsklöße. Ach, das wäre herrlich. Am Freitag gab es immer Hühnersuppe mit aufgeschlagenen Ei. Da wusste ich, ich bin am Wochenende bei der Oma. Das sind halt so die Kindheitserinnerungen. So. Ja, so ein richtiger Kloß, der macht ja auch ein bisschen Arbeit, ne? Schälen, reiben, auspressen. Richtig. Und ich kann mich noch als Kind erinnern, war das immer am Sonntagmorgen so das Werk der ganzen Familie. Da hat der Papa kräftig mitgerieben, damit sich die Mama die Finger nicht kaputt macht. Ja, und wie man sieht, es geht auch etwas leichter mit den Produkten von Heichelheim. Auf jeden Fall. Also gerade sowas, da finde ich, ist nichts Verwerfliches dran. Ist ja trotzdem regionales Produkt, ordentlich selber gemacht. Okay. Genau. Und solange du noch kräftig weiterrührst und hier die Spatzwurzeln noch ein bisschen in der Pfanne putzeln, machen wir eine ganz kleine Pause und sind gleich wieder da. Heichelheimer, Original Thüringer Kartoffelspezialitäten. Schneemann, deutsches Gemüse, erntefrisch durchs ganze Jahr. Und Eiscreme-Klassiker sind die Qualitätsmarken der Ablik Feinfrost GmbH. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Gesund und Lecker nach unserer ganz kurzen Werbepause. Was hast du jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe jetzt nichts anderes gemacht als den Teig, den Kloßteig, den ich vorhin gemacht habe. Habe ich jetzt eine Lage Frischhaltefolie genommen, habe da einen richtigen Batzen draufgelegt und eine zweite Lage. Es geht nämlich schöner, wenn man dann noch eine zweite Lage Frischhaltefolie einfach oben drauf macht. Und dann habe ich das einfach mit den Händen schön gedrückt. Mhm. Man kann so mit Nudelholz machen, aber mit den Händen geht genauso einfach. Einfach, dass das schön gleichmäßig platt gedrückt wird. Und dann können wir nämlich jetzt schon die Folie abziehen, legen das ein bisschen separat. Jetzt nehme ich hier noch ein bisschen für die Schwarzwurzel, nehme ich mir noch ein bisschen Petersilie weg. Früher hätte ich das gemacht. Ich finde schön, dass du das jetzt machst. Ja. Falls es vorhin ein bisschen untergegangen ist, liebe Zuschauer, Martin Hofmann vom Vergissmeinnicht in Oberhof ist ein Familienunternehmen. Richtig. Du bist sozusagen unter, wie hast du gesagt, elf Präsidente deiner Mama, der Küchenchef. Ja, also meine Mutter ist noch Chefin, ja, auf jeden Fall. Und ihr habt auch eine ganz tolle Thüringer Karte und eine Karte, die sich dann nennt Thüringer Revolte. Und das finde ich ja ganz toll. Was versteckt sich dahinter für die Zuschauer, die auch ganz gerne mal vielleicht zu euch kommen möchten? Also wir haben die Karte bewusst aufgeteilt. Wir haben einmal die Klassiker, wo es halt wirklich Klassiker gibt. Roulade, Ente, Klöße, Rotkohl, auch mal ein schönes Rostbredel oder eine Sülze mit Bratkartoffeln, Remoulade. Und dann haben wir halt die Thüringer Revolte. Da versuchen wir halt auch Thüringer Gerichte etwas aufzupeppen, die ein bisschen zu entstauben. Jetzt zum Beispiel habe ich auch einen knusprigen Schweinebauch vom Thüringer Durockschwein. Mhm. Und dazu gibt es ein geräuchertes Sellerie-Kartoffelstampf. Also wir nehmen Sellerie, räuchern den und machen daraus ein Püree und dann wird da ein richtig schöner, kräftiger Kartoffelstampf dazu gemacht. Und dann hat man diesen richtig schön aufgeplatzten, knusprigen Schweinebauch. Viele tolle, neue, moderne Ideen auch mal zu einer klassischen Küche. Sollten Sie unbedingt mal versuchen, liebe Zuschauer. Also nach Oberhof fahren, ins Vergissmeinnicht. Ganz, ganz sehr tolle gern. Lokalität. Und du würzt jetzt noch mal ein bisschen nach mit ein bisschen Pfeffer. Richtig. Salz haben wir vorhin schon dran gemacht. Genau, jetzt habe ich hier die Blattpetersilie ran, damit es noch ein bisschen schön grün ist. Dann gebe ich noch einen kleinen Löffel Schmand. Ja. Damit das Ganze schön cremig wird. Und dann können wir das auch schon fast auf die... Ich will noch mal umrühren. Ja, natürlich. Dann machst du das. In der Zeit stelle ich noch ein bisschen Meerrettich runter. Das passt auch immer ganz gut. So wie ich jetzt gerade rumgerührt habe, gehe ich nachher raus mit Dekoration am Hemd. Auch nicht schlimm. So, ich habe nämlich gerade gesehen, ich habe leider heute meine Reibe vergessen. Ist aber kein Problem. Wer zum Beispiel auch keine Reibe zu Hause hat, für den Meerrettich geht immer am besten auf so einer Vierkant-Haushaltsreibe. Einfach in dünnen Scheiben kann man das auch runterschneiden und dann ganz fein runterhacken. In feinen Streifen kann man auch mehrmals durchhacken, wenn man es nicht gleich so fein hinbekommt. Da
Das sind ja immer die Zeiten, wo man dann sieht, wie viele Jahre hast du dafür geübt? Das musste relativ schnell gehen. Ich weiß noch, ich hatte einen Küchenchef bei mir, der hieß Thorsten Bay. Der hat auch gemeint, dann, der hat auf einmal mich angeguckt, als er was geschnitten hat. Da dachte ich, er schneidet sich jeden Moment in den Finger. Und da hat er mal gemeint, Jungs, ihr könnt gerne in der Küche quatschen, aber dabei müssen sich die Finger bewegen. Und da hat man das gelernt, dass man wegguckt und trotzdem seine Sachen schneiden kann. Weil in der Küche will man ja genauso mit den Kollegen quatschen, reden, kommunizieren. Gerade im à la carte ist es ja wichtig, dass man auch zeitgenau und punktgenau kocht. So, jetzt übergebe ich an dich. Ja, sehr gern. Ich würde jetzt mal... So, und dann gibt man das nämlich. Jetzt mache ich hier mal den Ofen aus. So. Jetzt gibt man das hier drauf. Kann man die Platte jetzt, glaube ich, hier auch ausmachen? Nee, die muss anbleiben. Die muss anbleiben? Ja, da ist unser Wasser drin für die Kloßroulade. Ich habe fast was falsch gemacht. Kocht schon, nicht aber... aufgepasst. War noch nicht ganz, aber gleich. Brauch noch ein bisschen, genau. So, jetzt gibt man das einfach schön in der Mitte hier drauf. Ja. Ich wollte das nur an der Seite halten. Ich merke schon, du hast kribbelige Finger. Es nervt dich wahnsinnig, dass du ja nicht mitmachen kannst. Nee, das nicht. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen. Alles klar. So. So, das können wir vielleicht auch schon gleich beiseite tun. Sehr gern. So, und jetzt legen wir das. Jetzt formen wir das einfach schön ein. Legen wir das noch ein bisschen breit. Ich bin mal gespannt auf die Taktik. Einfach gewickelt, bisschen mit den Fingern gedrückt, dann die Folie hochgehalten, mit den Fingern hier parallel drücken. Dann kann man das nämlich schön eindrehen. So. Und wenn man hinten angelangt ist, damit man es auch wieder schön einrollen kann, dreht man es nochmal bis zum Anfang zurück. Muss halt gucken, dass er einem nicht aufklappt. Und die Seiten? Und dann kann man es, gehen wir gleich drauf zurück. Und dann kann man sie nämlich hier schön einrollen. Bei den Seiten habe ich jetzt einen Fehler gemacht, das ist ein bisschen lang. Wenn man es kürzer lässt und man hat noch mehr Spielraum für die Frischhaltefolie. Ja. Das Wasser ist auf jeden Fall schon fertig. Mhm. So, jetzt einfach rechts und links festhalten und schön richtig rollen. Und dann nehmen wir noch zur Sicherheit, weil man es jetzt in dem Fall nicht abrollen kann. Ein bisschen Alufolie, kann das fixieren. Okay. So. Und da nochmal. Und die schmeißt du jetzt so komplett? Richtig fest. Genau. Ah. So. Ta-da-da-da. Die ist ganz schön groß. So. So. Einfach ins Wasser, Decke drauf. Und fertig. Ja, und während die Kloßroulade hier jetzt noch fertig gart, schauen wir mal hinter die Kulissen der Thüringer Kloßmanufaktur. Wie wird ein Kloß hergestellt? Quasi vom Feld bis zum fertigen Kloß. Bis gleich. Für die echten Thüringer Sonntagsklöße braucht man natürlich die besten Knollen. Stärkehaltig sollten sie sein und mehlig kochend. Thüringen bietet dafür die perfekten Voraussetzungen. Neben seiner großartigen Geschichte und wundervollen Landschaften gibt es vor allem eines: beste Böden. Die Thüringer Kloßmanufaktur arbeitet eng mit den Landwirten der Region zusammen. Regelmäßig sind Kontrolleure vor Ort, sprechen mit den Vertragsbauern und prüfen die Qualität. Durch den hohen Lehmgehalt der hiesigen Böden wachsen die Kartoffeln nur langsam und können somit besonders viel Stärke bilden. Perfekte Voraussetzungen für echte Thüringer Sonntagsklöße. Nach rund 120 Tagen landen die Kartoffeln erntefrisch auf dem Hof. Gewaschen, geschält und nachkontrolliert geht es weiter. Ein Teil der Kartoffeln wird anschließend gerieben, daraus soll die rohe Kartoffelmasse entstehen. Doch dafür muss das ganze Wasser aus dem Schab, eine Aufgabe, die eine moderne Bandpresse übernimmt. Die Verarbeitung hingegen ist inzwischen deutlich moderner als noch vor 200 Jahren. In großen Edelstahltöpfen werden die Kartoffeln gekocht und zu Brei gestampft.
Mit dem Brei wiederum überbrüht man die rohe Kartoffelmasse. Zum Schluss noch etwas Salz dazu. Fertig geformt werden die echten Thüringer Sonntagsklöße tiefgefroren und sind so deutschlandweit im Handel erhältlich. Wir sind zurück, liebe Zuschauer, bei Gesund und Lecker. Wir haben heute eine Kloßroulade gemacht und die hat in der Zwischenzeit gegart, ist auch schon fast fertig. So dick wie die war, hat die nur ein bisschen länger gebraucht, also so circa 20 bis 30 Minuten. Und die wollen wir natürlich nicht so trocken essen, wie sie da ist, lieber Martin. Was machst du da noch dazu? Wir geben jetzt noch Grünkohlgemüse dazu mit ein paar Zuckerschoten und von mir einen selbstgemachten Wildschinken. Mhm. Den kriege ich auch von einem Bekannten von mir, der ist Jäger. Von dem bekomme ich immer die Wildschweine, die kommen hier aus der Gegend bei Krawinkel. Und dann muss das Wildschwein erstmal hängen, dann kommt es schön in die Pökellage. Danach 2 Tage im Rauch und dann kann man schon den frischen Schinken aufschneiden. Wer das zu Hause natürlich nicht machen möchte und sich extra einen Räucherofen bauen und die Wildschweine selber zerlegen, der kann auch auf die Kreuzner Schinkenprodukte zurückgreifen. Wir machen auch einen ganz tollen Schinken. Käme jetzt bei mir im Restaurant nicht zur Auswahl, weil das ist mein Grundsatz, alles selber zu machen. Die macht alles frisch. Aber für zu Hause im privaten Bereich ist es ein ganz tolles Produkt. Okay, wir haben den Schinken vorhin schon mal probiert. Der ist super lecker, darf ich Ihnen verraten. Und du brutzelst das jetzt eigentlich auch noch ganz schnell in der Pfanne an. Genau. Richtig. Geht auch wieder total fix. Ja, also man muss auch nicht immer Butter nehmen. Man kann auch mal ein Traubenkernöl nehmen oder ein Avocadoöl oder ein ganz normales Sonnenblumenöl. Ich selber stehe halt auf Butter. Aber wer jetzt nicht unbedingt so ein Butterfan ist. Sieht man dir aber nicht so an. Ja, wir haben unser Kühlhaus ist im Keller. Ich muss immer viel Treppen laufen. Deswegen. Nee, und daher kann man auch ruhig auf andere Öle umsteigen. Oder auch mal Walnussöl kann man auch nehmen. Ist überhaupt kein Problem. So. Die schwitzen wir jetzt hier schön an. Und dann mit dem Grünkohl ganz einfach. Da darfst du wieder ein bisschen rühren, ja, damit du nicht so dir auf verlorene Posten vorkommst. Einfach den Mittelstrunk rausgeschnitten. Ähnlich wie beim Mangold oder wie beim Spinat. Nur was beim Grünkohl, was einem bewusst sein sollte, der ist natürlich dann etwas kerniger im Geschmack, also sehr kräftig. Was man jetzt bei einem Spinat oder bei einem Mangold oder so nicht hat, ist halt wirklich beim Grünkohl, der hat dann schon einen gesunden Biss. Mhm. Das ist einfach so. Aber ich finde, das ist auch... Das ist aber auch schön, wenn es nicht immer so verkocht ist. Richtig, und auch ein Spinat, um Gottes Willen, der ist ja auch nicht verkocht. Also wenn der noch schön richtig grün ist und das Chlorophyll noch erhalten ist, ist der ja topfrisch und nicht verkocht. Er ist halt sehr, sehr weich und das hat man bei dem Grünkohl nicht. Der ist halt wirklich richtig schön kräftig. Man hat was zum Kauen. Ist jetzt aber auch nicht ungesund oder so, ganz im Gegenteil. Also den kann man auch roh essen. Also ich stehe hier schon so ein bisschen in den Startlöchern. Ich freue mich ganz doll drauf, wenn es fertig ist. Genau, jetzt haben wir hier den Grünkohl. Den gibt man einfach nur, wie gesagt, den Strunk rausgeschnitten. Den schwenkst du dann einfach nur für ein paar Minuten durch? Den gibt man jetzt hier mit rein. Ja. Schön umrühren, richtig. Und dann haben wir hier noch ein paar Zuckerschoten. Die schneiden wir uns auch noch einfach klein runter. Brauchen wir hier noch ein bisschen Flüssigkeit? Wenn wir ein bisschen hochziehen. So. Wenn man jetzt neben dem Schinken, den wir dann nachher noch nehmen, noch eine Alternative hier von regionalen Herstellern haben möchte, außer jetzt dem Schinken von Kreuzner, hast du da noch eine Idee? Oder sagst du das? Kannst du mit ruhigem Gewissen empfehlen? Fleischtechnisch jetzt? Ja. Wenn du noch einen schönen Braten dazu haben willst, ist das jetzt eher mal so eine leicht vegetarisch angehauchte Variante. Da gibt es ja auch Naturfleisch über Weißbach oder die Fleischerei Zitzmann in Erfurt. Also das ist, da kann man auch ein schönes Steak dazu machen oder eine geschmorte Wange. Also jetzt, wenn man eine Rinderwange hat, die kann man schön schmoren. So. Jetzt geben wir noch die Zuckerschoten dazu. Ja. So. Dann müssen wir mal ein bisschen die Hitze reduzieren. Ein bisschen Salz. Und bräuchten noch ein bisschen Flüssigkeit. Sofort. Hier war auch so ein bisschen Röstaromen. Ja, dann können wir in dem Fall auch ein bisschen von dem Wasser, da ist ja nichts Schlimmes dran. Wie gesagt, entweder mit Brühe oder auch von dem Kloßwasser. Ja. Das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Also
So. Dann wieder ein bisschen schwitzen lassen. Dann die Zwiebeln schön vom Rand runterholen. Sehr schön. So, dann würde ich nämlich schon mal die Kloßroulade aus dem Topf holen. Wollen wir das vertauschen? Ja, kann man vielleicht tauschen. Ist doch relativ so heiß. Dann drehe ich hier nochmal ein bisschen hoch, bis wir das fertig machen. So. So, wie man sieht, sehr groß für den kleinen Topf. Aber immerhin, sie hat reingepasst. Richtig. Und sie ist, denke ich mal, jetzt auch gar nach der Zwischenzeit dann gar. Du machst das immer alles mit Händen, ohne Handschuhe? Ja, man gewöhnt sich dran. Also man hat dann auch etwas mehr Hornhaut an Fingern und daher fällt es dann nicht mehr so sehr ins Gewicht. So. Das riecht auf jeden Fall ganz, 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 ganz toll. So. Kann ich dir noch was beim Anrichten helfen? Nur aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Wenn man möchte, kann man sie jetzt direkt heiß essen, kann sie aber auch früh schon mal vorbereiten oder am Vortag. Dann kann man die auch noch mal schön in Butter oder in Öl rechts und links anbraten. Das ist auch eine schöne Sache. Wenn man sie jetzt nicht so essen möchte, so nur gekocht, sondern... Sieht auf jeden Fall ganz toll aus. Angebraten geht das auch. Den zweiten Teller dann bitte noch. So. Den nehmen wir mal vor. Bitteschön. Die können wir dann hier auch ausmachen. Genau, das reicht. Schön umrühren, dass da nichts passiert. Aufgabe für heute erfolgreich gemeistert. Ohne in die Finger zu schneiden. Ja. So. Warst du mit meiner Leistung heute zufrieden? Sie bemühte sich. Nein, alles in Ordnung, alles super. Dann können wir das nämlich hier drüber geben. Wer es jetzt etwas gehaltvoller mag, der kann dann auch noch da noch ein bisschen Schmand dran machen. Das ist auch gar kein Problem. Also ich habe es jetzt eher etwas trocken gelassen. Ist aber, also was heißt trocken? Weniger Schmand ist halt, wie gesagt, Thema auch der Sendung gesund und lecker. Da wollte ich jetzt nicht ganz so die Kohlenhydrate in die Höhe schnellen lassen. Und jetzt haben wir noch hier den Wildschinken. Ja. Ich habe mir jetzt schon zu Hause auf einer Aufschnittmaschine schön dünn aufgeschnitten, weil mit dem Messer kriegt man sie so gleichmäßig hin. Dann können wir den noch mit hier dranlegen. Sehr schön. Und dann war es das auch schon. War noch ein bisschen frischen Pfeffer mit drauf. Auch in die Lage, wenn man es mal probieren möchte, macht man halt eine schöne Pökellage. Ein paar Wacholderbeeren mit rein, ein bisschen Rosmarin, Knoblauch. Dann kann man den Schinken da schön drin einlegen. Und da muss ich echt, da habe ich großes Glück mit den Herrn, der mir den Schinken immer räuchert. Das ist Hans Schacht aus Oberhof, den Namen kann ich ruhig sagen. Der ist wirklich, also man sieht auch die Farbe, der hat echt da ein Händchen für. Egal, was da bei mir räuchert, ob das Fische sind, ob das der Schinken ist, ob das mein Lachsschinken ist, ob das Entenbrust ist oder auch der Sellerie, der hat da wirklich einen Dreh raus. Also ich schieb's noch mal ein kleines Stück natürlich vor und wir machen es mal so, dass man das mit der Kamera gleich besser sieht. Auch, dass der Schinken so eine schöne rosa Farbe hat, das ist einwandfrei. Er sieht nicht nur ganz toll aus, sondern er schmeckt auch ganz toll. Wir haben vorher schon mal probiert. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn Sie noch mal nachgucken wollen, was wir heute gemacht haben, dann entweder in dieser Woche noch mal reinschauen oder online gesund und lecker. Dann finden Sie die Sendung noch mal, können noch mal genau schauen, was wir gemacht haben. Und sollten Sie mal keine Lust haben auf sonntags selber Klöße machen, kommen Sie hier nach Heichelheim in die Thüringer Kloßwelt. Dort können Sie sonntags nicht nur Klöße essen, sondern auch einen kleinen Familienausflug mit den Kindern machen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.